in den Norden, wo wir dann waren. Unweit sind wir. Alles vorbereitet und dann gucken wir dann, wenn er nicht so das muss ich noch mal kurz irgendwie, sonst vergesse ich das nämlich wieder. Darf ich das noch mal kurz filmen? So. Yeah! Hier! Reißverschluss. Moment. Endlich bringt das was. Da, siehst du, da ist dieses... ein Stück haben, was nicht für irgendwie ein Schlagzeuger ist, sondern was nur für Jonathan ist. Insofern, also wenn man sich die Instrumente anguckt, da hat sich auch der Jonathan irgendwie in den letzten Jahren irgendwie im Spielen reingegraben. Ne? Also der hat irgendwie, man sieht das ja irgendwie hier auf dem Becken oder hier auf den Toms oder weiß der Geier, da sieht man ja noch die Kraft, die da steckt ja noch drin. Ne? Die Geschichte von so einem Menschen gräbt sich ja vielleicht am besten akustisch wahrnehmbar eben über die Stimme ein. Deswegen habe ich einfach Stimme wahnsinnig gern. Jetzt will ich gerne sozusagen die Kerben, die das Leben geschlagen hat im Tamtam, die will ich auch hören, die Kerben, die das Leben so schlägt in so einer Stimme. Und vielleicht kriege ich das irgendwie zusammen. Das hätte ich auch im Orchester, hätte ich auch am liebsten, ne? Dass da irgendwie nicht irgendwie erste Geige steht, sondern Dieter, Hans und Martina und Gerlinde und Gerda und Fred. Ja? Dass das irgendwie, dass das lebt. Ich fange meistens nicht mit Noten an, sondern ich habe irgendwie ein Notizbuch und da schreibe ich mir den Sound auf. Irgend sowas wie tiefes Gewummer, danach irgendwie komisches Gebrösel. Und dann hier Frau Holle. Und so, dann weiß ich irgendwie, dass ich irgendwas mit Schnee brauche oder so. Ziemlich beknackt, versteht kein Mensch. Aber das ist einfach, das macht dann Spaß und dann wird es schlimm. Weil dieser ganze Spaß, den ich da irgendwie Freude, die ich da hatte, irgendwie sozusagen beim Anspitzen von Bleistiften und beim Füllen von Tinten, Patronen und so Zeug. Dann kommt diese mühsame Sache mit, oh mein Gott, jetzt soll das eine Bratschenstimme werden. Dann muss es ja irgendwie sozusagen von meinem privaten Spaß oder irgendwie von Frau Holle Riesel von oben, muss ja irgendwann irgendwie so formuliert werden, dass das irgendwie eine Partitur ist, die man auch lesen kann, die auch irgendwie einen Sinn im Rahmen meiner Möglichkeiten macht, dass das andere spielen können, spielen wollen auch, dass das andere auch hören wollen womöglich und so. Und dann fängt halt irgendwie eine ganz normale, blöde Arbeit an. Also ich bin Dimido, Musikwissenschaftler. Freitags, Samstag, Montag früh ab 16.30 Uhr bin ich wieder Komponist. Und 17 Uhr habe ich noch ein Zeitfenster dienstags zwischen 17.35 Uhr bis 0.04 Uhr. Nee, das ist ein Spaß. Also das ist, ich bin das ja. Und das belastet mich nicht irgendwie, ich mache ja keine Gelehrtenmusik oder irgend sowas. Ich mache jetzt nicht irgendeinen 35-fach gestauchten Kontrapunkt, um zu zeigen, so krass, der kann 35-fach gestauchten Kontrapunkt von hinten links mit irgendwie durch die Brust ins Auge, irgendwie so, boah, da hört man den Dux besonders gut. Das ist ja alles Kokolores. Wenn ich komponiere, dann komponiere ich, dann denke ich nicht die ganze Zeit an Fußnoten. Das ist manchmal so ein bisschen so, ich komme irgendwie von so einem Festival und die Sonntagskonzerte habe ich in aller Regel immer alle noch verpasst, weil ich ja Sonntag um 10 auf der Orgelbank sitze, wenn ich keine Vertretung gefunden habe. Und dann ist es echt so ein bisschen so wie so Stargate. Also ich komme irgendwie aus Donaueschingen und habe gerade irgendwie den zeitgenössischen Diskurs von irgendeinem großen Orchesterstück. Und kann man das machen? Soll man das machen? Das geht doch gar nicht. Und diese Septole, hast du die Septole gehört? Das kannst du nicht, das kann doch nicht dein Ernst sein, ja? 2016 hier mit einem Sforzato-Stück anzufangen und so. Wo ist die Politik? Und dann flitsche ich durch das Stargate durch und setze mich auf meine Orgelbank. Und dann den Leuten, die da unten sitzen, die interessiert das ja sowas von gar nicht. Und früher habe ich immer mal das so ein bisschen so mit so einer, äh, mit,
mit so einer Geste, mit so einer erzieherischen Geste habe ich das in einigen, habe ich das früher immer mal probiert. So, Leute, ihr müsst das auch lieben, das ist toll. Und so, und dann habe ich denen da mal was vorgespielt. Habe ich Konzert gemacht, gelockt mit Bach und Buxtehude und dann in der Mitte irgendwie was anderes. Und dann weiß ich nicht, da waren solche Sachen wie, was ich schon mal erzählt habe. Ich spiele da irgendwie was und dann meldet sich einer aus dem Publikum und sagt so, das brummt hier so, mach das Brummen aus. Und dann war es aber zum Beispiel mein Stück, ne, was da brummt, weil ja, das für die ist nur Brummen. Und so, und das ist dann irgendwie schon ganz schön, wenn man dann irgendwie das mal irgendwie checkt, dass das, was, wo ich dann ein halbes Jahr dran gearbeitet habe, ist für viele einfach nur so ein Brummen. Und da muss man dann dran arbeiten.